Wir das Gerede und wir das Gerede am Nachmittag. Hey Bauchi, Hi. was machst du so? Ich wichse gerade. Okay, sieht nicht so aus. Ja, doch. Ich bin seit gestern Abend Profi-Wichser und wichse uns jetzt hier eine schöne Webseite zusammen. Ich bin echt überrascht, weil ich mich die ganze Zeit habe ich Werbung für Wix bekommen. Hatte mich so über den Namen gewundert. Und dann hatte ich aber Schwierigkeiten, die Flowtology-Seite irgendwie hat es diesmal nicht so mit WordPress geklappt. Und dann kam ich halt vorgestern Abend auf die Idee, das vielleicht mal mit Wix auszuprobieren. Und seitdem muss ich sagen, ich wichse sehr gerne. Ich habe gestern stundenlang gewichst. Und Bist du jetzt quasi ein Wix-Master? ich bin jetzt der Wix-Meister, ja. Und ja, toll, was nett, hat nette Vorlagen, nette Wix-Vorlagen. Das hier war auch eine, die wir einfach dann schön fanden und genommen haben. Und die Flowtology-Seite draus gemacht haben, die man jetzt hier unter flowtology.net auch besuchen kann. Float Das da Olympics. kommt noch weg. Ja, das ist die Seite Cool. von den Float Olympics. Findet man hier unter Projekte. Warum geht das jetzt nicht? Normalerweise. Ach so, Quatsch, Blödsinn. Nee, unter Dabei sein findet man die Float Olympics. Und was das ist, kann man sich ja gerne auf der Seite selber mal angucken. Das brauche ich jetzt hier nicht alles vorzulesen. Aber da sitze ich jetzt gerade dran. Und will hier halt eben noch die nächste Float Olympics Disziplin reinwichsen. Wichsen macht Spaß, muss ich ehrlich sagen. Hat irgendjemand doch mal gesagt, dass das Internet zum Wichsen da ist? Jetzt kann ich endlich sagen, ja, sehe ich auch so. Und das ist echt schön. Man kann das einfach hier so. So, da kommt als nächstes der Peace Trail rein, ne? Und dann beschreibe ich den noch. Du stellst dir einen Peace Trail im Konvoi vor, nicht? Ja, das ist ja ursprünglich auch mal die Idee gewesen. Also ich bin ja schon seit 2009 eigentlich auf Peace Trail. Da habe ich das erste Mal gemacht und bin seitdem immer wieder, wenn ich unterwegs bin, halt auf Peace Trail. Und auf Mallorca haben wir das auch 2017 ein kleines bisschen zusammen gemacht mit Pia und Irene und mit der Miriam und dem Karim. Und sind halt so schon mal drei Wohnmobile dann auf Mallorca gewesen, die halt im Namen und Rahmen des Friedens unterwegs waren. Und ja, ich habe mit der Martina letztens auch nochmal über die Idee gesprochen. Die hat auch direkt noch fünf Leute, die ein Wohnmobil haben und auch Lust hätten, einfach mal eine Tour zusammen zu machen. Und wenn man das dann halt eben. Das werde ich jetzt da reinschreiben, wie wir das machen, wie wir uns quasi halt eben auch einander zu erkennen geben können. Durch zum Beispiel ein Floatology oder Peace Trail Logo im Fenster oder sowas halt alles, dass man halt einfach erkennen kann, ah, das sind Ich Leute habe von Peace letztens Trail. gegoogelt, diese Autoaufkleber. Ja. Die sind gar nicht so Nein, teuer. sind die auch Voll. nicht. Also ich habe die Pearl, habe ich ja auch, da habe ich glaube ich 20 € oder so für vier Schriftzüge bezahlt. Und dann hatte ich noch hinten diesen Kreis drauf, der hat vielleicht auch nochmal 15 Ne, ich habe gekostet. so einen 4 Meter mal 1 Meter geschaut, also so richtig groß halt. 200 nicht mal, 160. Also auch für die Größe, ich habe gedacht, das Ja. sind viel mehr. Ich habe gerade im Kopf, wir waren ja letztens bei einer Veranstaltung Bewegung 2020. Das wäre eigentlich Peace Trail auch. Das wäre Bewegung 2020. Ist auf jeden Fall,
Finde ich halt auch. Ich finde halt diesen Gedanken der Bewegung da drin halt eben auch. Also, dass der Peace Trail, also ich habe mich nie wirklich auf Peace Trail Wir bewegen uns empfunden, dann wenn ja ich irgendwo tatsächlich. länger festgesessen habe, so, ne? Aber wenn ich in Bewegung war, war ich automatisch sofort wieder auf Peace Trail. Das hat definitiv für mich mit Bewegung zu tun. Ja, und es wird auch zu deinem Buch passen, 2020. Ja. Ja. Fand ich übrigens lustig, ne? Wir haben im letzten Video von König gesprochen und heute kriege ich die Erinnerung, dass es heute vor 4 Jahren quasi, habe ich das erste Buch in der Hand gehabt davon. Das heißt, es ist auch frisch raus da gewesen. Das ist 4 Jahre Ja, alt. es ist 4 Jahre Happy Birthday to you. Cool. her. Ja, da habe ich aber auch schon bei Elke in der Eifel gestanden, da war die Serenity schon kaputt. Als sie einen neuen Motor brauchte. Da hatte ich das nämlich dann bekommen. Und da habe ich, weiß ich noch, auf dem roten Bettlaken dann dieses Foto gemacht. Was gibt's noch Neues? Was gibt's noch Neues? Auf der Seite. Also vorher sah die ja, war ja nur, stand ja nur das Manifest. Und jetzt haben wir hier quasi so ein kleines bisschen einfach eine Willkommen-Page. Da unten stehen die 4 goldenen Weisheiten. Die gibt es hier unter dem Manifest auch nochmal. Und zwar ein bisschen genauer erklärt. Und auch nochmal zum Runterladen und Ausdrucken und Verbreiten. Dann haben wir unter dabei sein die Möglichkeit, Mitgliedschaften zu erwerben. Ein bisschen Literatur beworben, auf der im Prinzip die Flotology aufbaut. Veranstaltungen, gucken wir dann da mal, was da so kommt. Bitte Ne? Bitte warten. warten Sie. Please hold the Please hold the line. Gucken Sie sich line. zwischendurch die Olympics, die Float Olympics an. Und vielleicht finden Sie Ja, eine und wenn da andere. Leute Ideen haben, oder? Einfach Ja, mal genau. unten Ne? Das reinschreiben in ist den genau Kommentaren. dafür gibt es unter Kontakt Ah ja, ein cool. Kontaktformular, wo man uns was schreiben kann. Hier steht das, schreib uns was. Schreibt uns. Und einen Blog haben wir auch mit einem tollen Artikel bis jetzt drin, der eigentlich eher ein Platzhalter ist. Den kann man Aber sich der da ist auch wieder. cool. Aber der ist cool, Ja, genau. Ne? finde ich schon. Hier, Habe ich auch durch just do Zufall it, heute entdeckt. Mantra. Einfach die beste Sekte Awesome. der Welt. Und dann haben Yeah. wir hier noch den Button Projekte, wo bisher auf jeden Fall einfach erstmal ein paar von uns unterstützte Projekte aufgelistet sind. Die Liste wird dann halt auch noch weitergeführt. Wie gesagt, ich habe gestern Abend ein paar Stunden rumgewichst und bin noch nicht ganz fertig mit Wichsen. Deswegen sitze ich hier auch Du hast gerade ja noch heute noch ein dran. paar Stunden Zeit. Ja, eben. Und überhaupt so, es kann ja Ja. halt wachsen. Also, kann wachsen vom Wichsen. Ich habe gerade schon fast gedacht, ich hätte mich versprochen, aber nee, 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 Nein, nein, da war passt es schon. richtig. Ja, und hier habe ich irgendwie den Eindruck, da kommt auch unter Umständen noch ein Untermenü drunter. Also das weiß ich noch nicht. Das bastelt sich jetzt alles Und da zusammen. kommen natürlich alle Projekte rein, die durch Genau. die Mitgliedsbeiträge dann unterstützt Ja, werden. genau. Also die Mitgliedsbeiträge sind ja mit Sinn gedacht. Ja, soll halt Also wirklich einerseits, einfach. weil wir alle immer als Sekte abgestempelt werden, jetzt sind wir alle einfach eine Sekte. Ja, genau. Genau. Ne, das kann jetzt auch wirklich jeder nutzen. Dafür haben wir das gemacht. Ja, ich bin nicht der Einzige, der seit Jahren irgendwie immer gefragt wird, ja, seid ihr eine Sekte oder was? Ja. Ne, und jeder, der mit dem konfrontiert ist, hat jetzt einfach die Möglichkeit zu, ja, genau, wir sind die Flotology. Wir sind nicht nur irgendeine Sekte, wir sind die beste Sekte der Welt. Weil vor allem, da kommt man dann raus. Ja. Aus dem ganzen Ja, genau. Sektenverhalten Ja. vom Du kommst vor großen allen Dingen. Ganzen. Ja, du kommst auch viel leichter einfach aus der. Du kannst dadurch einfach ganz anders mit der Frage umgehen. Ne, und dann brauchst du auch gar nicht mehr weiter zu erzählen, wenn jemand wissen will, was denn die Flotology ist. Dann gibt es ja einfach den Link flotology.net und da sollen sich die Leute selber informieren. Dafür mache ich ja diese ganze Wichse hier. Und ja. Und wir glauben ja nicht an irgendwas im Außen und haben auch keine Verbote und gehen auch nicht hausieren oder irgend so ein komisches Zeug, was so echte Sekten machen. Ja. Sondern es geht ja darum, eigentlich wieder ins Leben einzutauchen und den Ja, genau. eigenen Flow
einen Zu eigenen Flow vertrauen. zu finden und dem zu vertrauen und dessen Zeichen zu lesen und von dem vielleicht vorgeben zu lassen, was man so als nächstes macht, statt immer wieder gegen eine Wand zu rennen, weil die eigenen Pläne nicht so richtig funktionieren. Und die sind halt eben nicht immer auf den Flow abgestimmt, während der Flow, auch wenn es nicht so aussehen mag, aber immer auch irgendwie auf unsere Pläne abgestimmt ist. Und das hängt aber, hat halt nicht nur mit unseren Plänen, sondern eben auch mit unserem Handeln zu tun. Das gibt halt eben das, was wir tun, das beeinflusst den Flow. Und Nicht, was wir gern vielleicht, tun würden. Das ja, ist der Punkt. es gibt ja Kopfpläne und Seelenpläne. Ja, da gibt es auch Träume und das ist halt immer die Frage, was tue ich? Ne? Lebe ich meine Träume? Gucke ich, dass ich die real werden lasse oder gehe ich arbeiten? 8 Stunden am Tag bis zehn Arbeiten ist ja und nicht schlecht, wenn es Sinn macht. ja, gar keine Frage. Ich sollte mir nur die Frage stellen, ob ich da gerade meine eigenen Träume verwirkliche oder die eines anderen. Ja, und welcher Tätigkeit gehe ich nach? Mache Ja, ich da was kaputt ja, oder macht das Sinn? ja, ja, genau. Also das ist ja so die letzten Jahre für mich so ein Ding gewesen, wo ich oft nachgedacht habe, wenn ich jetzt in die Schulmedizin gehe, was tue ich da? Wenn ich jetzt Lehrerin werden sollte, was tue ich da? Und wem diene ich? Und macht das dann wirklich noch Spaß? Das erinnert mich gerade halt wieder voll an Bruce Lipton, ne, der halt eben auch an der Universität Medizin doziert hat und dann irgendwann dann da stand vor einem Saal voller Studenten und sich gefragt hat, wieso er eigentlich schon seit Jahren da irgendwelchen Krempel lehrt und wir immer noch nicht gelernt haben, Menschen zu heilen. Obwohl wir es können, Obwohl wir es können. wenn wir Das wissen, ist die wie Al wir unseren Geist trainieren und wenn wir Ja. das Energiesystem Ja. anheben Ja. und den Körper mit Natur füttern statt Das Ding ist ja Zeug. auch, dass wenn wir bewusster leben würden und all diesen Dingen viel bewusster umgehen würden, würden wir ja gar nicht mehr so viel krank werden, wie wir gesund werden müssten. Das ist, ne, dann würden wir einfach, und das hat halt eben auch mit einer Körper-Seele-Geist-Einheit zu tun, im Sinn von, dass ich das alles im Frieden und in Ruhe gehalten bekomme. Und die meisten Krankheiten treten auf, weil wir es halt gewohnt sind zu tun, was man uns sagt, unser Leben im Prinzip nach den Vorstellungen anderer zu leben. Und das macht krank. Weil da hat man keine große Lust irgendwie Die am nächste Leben. Ebene ist ja, der Körper ist die Projektion vom Bewusstsein. Eins zu Ja, eins, zu 100%. ist es auch. Sogar der linke Fingernagel hat die Ja. Bedeutung im Bewusstsein. Ja. Also, wenn da was nicht stimmt, was stimmt nicht in meinem Geist? Aber das lernt man halt weder in der Schule noch an der Universität, wenn du Medizin studierst. Aber man lernt es in der Flowtology. Das sind die Dinge, mit denen wir uns so beschäftigen. Halt eben wir selbst, ne? Und unsere Möglichkeiten und Unserem unserem Flow. Potenzial und unserem Flow. Ja. Ja. Cool. Also seid dabei. Seid dabei. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter wichsen. Und die Ergebnisse seht ihr dann immer auf der flowtology.net. Bauch her, alles gut. Ja, aber Wichsen macht voll müde. Auch gut gewichst ist halb gewonnen. Oh,